Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Saarländerinnen und Saarländer, liebe Gäste, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Ich würde gern vielleicht einen Satz zur Kollegin Schmidt-Lang sagen, bevor zur AfD äußere ich mich nicht, aber zur Kollegin Schmidt-Lang. Ich habe manchmal das Gefühl, es werden Dinge hier vorgetragen, um einfach Schwarzmalerei darzustellen. Familien, also der Vorwurf, wir würden uns hier nicht für unsere Familien und unsere Erzieherinnen einsetzen, das weise ich ausdrücklich im Namen meiner Fraktion zurück. Ja, erst einmal das. Wir haben keine rosarote Brille an, im Gegensatz zu Ihnen. Wir sind nur realistisch. Und ich frage Sie, waren Sie nicht dabei, als wir das SBE... Bitte? Das Wort... Ja, waren Sie nicht dabei, als wir das Qualitätsgesetz beschlossen haben? Ja, okay. Ich gehe über zu meiner Rede. Entschuldigung, das Wort hat die Abgeordnete, ja. Frau Kaya-Karin. Ich glaube, das sollte man vielleicht auch lernen, einmal aussprechen zu lassen. Dann geht man seinen Kindern damit auch mal mit einem guten Beispiel vor. So, ich komme zu meiner Rede. Es wird nicht besser, wenn Sie schreien, Herr Schäfer. Bitte nicht schreien. Bitte nicht schreien. So, ich komme zu meiner Rede. Gott sei Dank gibt es auch gute Tage. Ein solcher ist heute. Der Abbau finanzieller Hürden für den Kita-Besuch, die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die finanzielle Entlastung von Familien. Man kann es nicht oft genug sagen. Heute ist ein guter Tag für die Kinder und Familien in unserem Land. Heute das beitragsfreie Kita-Gesetz einbringen, freut mich sehr und ist mir als Frau und Mama ein besonderes Anliegen. Nun wird gesetzlich verankert, was wir im Wahlkampf versprochen haben. Ab 1. Januar 2027 wird es beitragsfreie Kitas im Saarland geben und das ist gut so. Nicht nur, dass sich eine beitragsfreie Kita alle leisten können, sie eröffnet auch allen Kindern in unserem Land dieselben Chancen. Sie ist eine Investition in die Zukunft, die sich, davon bin ich fest überzeugt, auch auszahlt. Damit jedes Kind unabhängig von seiner Herkunft die gleichen Chancen hat, das Beste aus seinem Leben zu machen, muss Bildung kostenlos sein und das von Anfang an. Denn meine Kollegin Frau Holzner hat schon darauf hingewiesen, unsere Kindertageseinrichtungen sind mehr als nur bloße Betreuungseinrichtungen. Weil die Kollegin Schmidt-Lang, das muss ich jetzt doch noch mal sagen, immer von ihrer beruflichen Erfahrung oder aus dem... dann aus ihrer Erfahrung als Mama oder wie auch immer. Dann, das ist ja noch schlimmer, wenn man gar keine... Gut, dass Sie den Brandbrief bekommen haben, sonst hätten Sie ja noch nicht mal eine Erfahrung. In meiner anwaltlichen Tätigkeit, ich jedenfalls habe Erfahrungen, die ich jetzt gerne hier vorbringen möchte. In meiner anwaltlichen Tätigkeit als Verfahrensbeistand, vielleicht für diejenigen, die mit dem Begriff nichts anfangen können, das ist, das Familiengericht ordnet einem als Anwalt einem Kind
als Anwältin bei. Also man ist der Anwalt des Kindes in bestimmten Fallsituationen. Wie gesagt, in dieser Tätigkeit als Verfahrensbeistand habe ich immer wieder erlebt, welche Probleme ein Kind haben kann, wenn es in seiner Familie nicht ausreichend gefördert wird. Gründe hierfür gibt es viele. Es kann mit schwierigen Familienverhältnissen zusammenhängen oder einfach damit, dass die Eltern des Kindes kein Deutsch sprechen. Ich habe sehr oft feststellen müssen, dass die Kinder, die zu Hause nicht oder nicht ausreichend gefördert wurden, schon beim Schulstart abgehängt waren. Dass der weitere Bildungsweg dann nicht immer positiv verlief, überrascht nicht unbedingt. Ebenso erschreckend war es für mich zu erkennen, dass die Kinder sehr oft das erste Mal in der Kita einen strukturierten Tagesablauf erlebten. Gemeinsam malen, basteln, singen und dabei die Sprache erlernen, das gefällt den Kindern nicht nur, sondern es verschafft unseren Kindern wichtige Grundlagen für einen guten Start in der Schule. Großwerden mit anderen und das Erleben von sozialer Interaktion tut im Übrigen auch jedem anderen Kind gut, auch unseren wohlbehüteten Kindern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, haben Sie sich mal gefragt, was denn passiert, wenn ein Kind erst ein Jahr vor der Einschulung in die Kita kommt? Oder ob und wie man sprachliche Defizite bis zur Einschulung abbauen kann? Haben Sie sich denn je gefragt, wie der Schulstart für ein Kind aussieht, das zu Hause nie gelernt hat, wie man zuhört, wie man in zusammenhängenden, kompletten Sätzen spricht, sich längere Zeit konzentriert, einen Stift hält, mit einer Schere umgeht? Wenn nicht, ist es allerhöchste Zeit, dass Sie sich diese Fragen ernsthaft stellen. Meine Erfahrungen in diesem Bereich kann ich in einem Dreisatz zusammenfassen. Erstens, je früher Kinder in Kitas gehen, umso größer sind die Erfolge, sei es im Bereich der Sprachförderung und Sprachentwicklung oder im Bereich der sozialen Integration. Zweitens, die frühkindliche Erziehung ist ein wirksames Mittel gegen Bildungsungerechtigkeit. Und drittens, ja, die Beitragsfreiheit von Kitas ist daher zwingend erforderlich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, für uns gibt es auch kein Entweder-Oder. Für unsere Kita-Politik ist nicht nur die Beitragsfreiheit wesentlich, sondern auch eine Verbesserung der Qualität in unseren Einrichtungen. Und diese Bemerkung sei mir erlaubt. Wer 6 Wochen vor der Landtagswahl für die Abschaffung von Kita-Gebühren ist, wer seine bildungspolitischen Positionen vor der Wahl geräumt hat und nun erneut umfällt, der verhält sich in meinen Augen nur bedingt glaubwürdig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich an dieser Stelle noch auf einen besonders für mich wichtigen Aspekt eingehen, nämlich, dass die Kita-Beiträge leider häufig noch so hoch sind, dass sich Mütter und Väter tatsächlich überlegen müssen, ob es sich für sie lohnt, zu arbeiten. Unser beitragsfreie Kita-Gesetz unterstützt die gleichberechtigtere Teilhabe von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt. Angesichts der nach wie vor niedrigen Frauenerwerbsquote und des Fachkräftemangels können wir es uns nicht länger erlauben, dass sich Frauen und Männer wegen hoher Betreuungskosten gegen die Aufnahme eines Jobs entscheiden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, machen wir uns auch nichts vor. Es sind ja auch in der Regel oder zu einem weitaus großen Anteil Frauen, die aufgrund der hohen Betreuungskosten zu Hause bleiben.
Wenn man 1200 Euro netto verdient und der Krippenplatz kostet schon knapp 300 Euro, dann verwundert es nicht, dass sich viele Frauen gegen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit entscheiden. Und gerade für unsere Frauen ist es so wichtig, überhaupt wieder arbeiten zu gehen, Stunden aufzustocken oder in Vollzeit arbeiten zu gehen. Denn die Entscheidung, aufgrund hoher Betreuungskosten nicht arbeiten zu gehen, hat Folgen für die Höhe der später zu erwartenden Rente. Dass Altersarmut vorwiegend weiblich ist, muss ich an dieser Stelle wohl nicht nochmals sagen. Für viele Frauen ist der Gang zum zuständigen Sozialamt zur Aufstockung ihrer Rente später unvermeidbar. Da müssen wir dagegen was tun. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Bildung ist die wichtigste Ressource, die wir haben. Es ist unser aller Pflicht, allen, ich betone, allen unseren Kindern eine möglichst optimale Bildung zu gewähren. Und bevor ich zum Schluss komme, möchte ich mit Ihrer Erlaubnis, Frau Präsidentin, einen weisen Mann, nämlich unseren Fraktionsvorsitzenden, das hast du jetzt gesagt, Fraktionsvorsitzenden Ulrich Commerson, der am 10.04.2019 genau an dieser Stelle Folgendes gesagt hat. Ulrich Commerson hat gesagt, ich bin überzeugt, nur so können wir Bildungsgerechtigkeit und echte Teilhabe für jedes Kind dauerhaft garantieren. Alle Kinder müssen unabhängig von ihrer Herkunft und den finanziellen Möglichkeiten der Elternhäuser die gleiche Bildungschancen erhalten. Krippen und Kitas sind viel mehr als reine Betreuungseinrichtungen. Sie sind Einrichtungen der frühkindlichen Betreuung, die jedem Kind unabhängig vom Geldbeutel der Eltern zugänglich sein müssen. Bezahlbare und gute Kinderbetreuung erleichtert auch die Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbstätigkeit für Mütter und Väter. Zitat Ende, dem ist nichts hinzuzufügen. Frau Abgeordnete, vielleicht bleiben... Ich möchte Ihren Applaus nicht spälern, aber vielleicht bleiben Sie gerade einen Moment stehen. Es gibt eine Kurzintervention. Wenn Sie dann antworten wollen, können Sie das ja dann auch unverzüglich tun. Frau Schmidt-Lang, bitte. Genau. Sie haben offensichtlich auch meiner Rede nicht gelauscht, ihr nicht zugehört oder irgendwas verpasst. Denn es ging nicht darum, dass wir gesagt haben, das, was Sie machen wollen, muss unbedingt der falsche Weg sein. Aber wir sprechen von Gleichwertigkeit. Und wenn hier Gleichwertigkeit drin wäre, und da frage ich Sie, warum ist dann das Projekt Frühdeutschlernen gestrichen? Warum geht es nicht um den Erhalt der Sprachkitas, wo Sie gerade an diesem Pult darauf hingewiesen haben, herausgestellt haben, dass das Sprachlernen die Grundlage, der Grundstein für viele Kinder in unserem Land ist, um den weiteren Bildungserfolg zu haben. Aber diese finanziellen Mittel, die sehen wir nicht und das ist nicht gleichwertig. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber soweit ich weiß, sind andere Maßnahmen dafür verabschiedet worden. Seien Sie doch nicht so despektierlich, seien Sie doch einfach in Ihrer Art mal etwas konstruktiver. Das würde diesem hohen Haus gut tun. Entschuldigung, Frau Kollegin.